Scheiße, ich sterbe. Ach, doch nicht. Was ist denn hier los? Wo bin ich? Was, hä? Wo bin ich? Was ist denn hier los? Was ist das denn hier? Stadtbrunnen? Babel? Das kenne ich doch irgendwo. Stadt. Was? Sieht aus wie Megacraft. Aber neu. Wo sind wir? Neue Grundstücke oder? Habe ich geschlafen? War Megacraft noch gar nicht? Hä? Was ist denn hier los? Naja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Megacraft. Ich mach mal eben meine Tür zu. So. Ja, der, nicht wundern, Nico ist gerade nicht dabei, der ist, naja, er hat wieder Internetprobleme. Und ja, also wir haben jetzt Megacraft 2 gestartet und ja. Ich zeige jetzt alle erstes mal den Serverraum, der ist halt hier. Ich habe noch ein paar Mods mit dazu genommen. Hier das mein Server, Nico Server Haupt-ME. Hier hinten ist noch ein ME, wo man Crap reintun kann. Das ist aber nirgendwo dran verbunden, sondern nur an dieser Ender-Chest. Denn, wenn man was in die, wie man hier oben auch drauf sehen kann, sind ja Farbcodes drauf. Und da hinten ist ein Import-Bus drin. Heißt, der zieht alles raus, was da in der Ender, Ender-Truhe ist. Und hier kann man nämlich so Codes drauf machen. Heißt, Nico kann auf die Sachen zugreifen, ich kann auf die Truhe drauf zugreifen und so. Und ja. Wir haben uns hier schon ein paar Sachen gegeben. Halt so für den Anfang, wie für einen Server, der 6x6 groß ist. Und so Sachen. Und als allererstes brauchen wir jetzt aber mal kurz ein bisschen Holz. Und ich habe den Server jetzt auch neu installiert. Das ist halt der gleiche wie vorher. Aber halt ein bisschen neu installiert, da, naja. Mich das sonst ein bisschen abgefuckt hätte jetzt. Weil wir auch ein paar Probleme mit dem Server jetzt gerade zwischendurch noch hatten. Und ja. Das war eben. Achso, kann ich ja drin lassen. Mal kurz ein bisschen Steine holen, damit ich mir wenigstens schon mal Steinsachen machen kann. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr jetzt die Vorszene vor dem Intro? Ich hoffe, ich habe da jetzt hinter auch ein Intro noch, also hinter dieser ersten Szene noch ein Intro geschnitten. So. Mal eben gucken. Ja, also jeder von uns, ich kann euch das gleich mal zeigen, jeder von uns hat fast das gleiche eigentlich drin. Naja, der einzige Unterschied halt, den es ja halt gibt, dass Nico halt, zwei Project Table hat und weiße Kleidung und ich dafür hat meine Zaubersachen. Sonst haben wir alle das gleiche wie Pattern, also für den Server das und so und ja, die Rucksäcke auch, Erde, Mining Turtle, weil jeder durfte sich nämlich was auswählen, was wir mitnehmen. Und ja, also, würde ich sagen, als allererstes machen wir jetzt mal hier uns eine Steinaxt. Denn aui. Oh, ich liebe diesen Tree Capillator Mod einfach. Und da wir ja immer noch in, ja, eigentlich spielen wir den gleichen Welten-Seed auch, halt nur, dass wir die Welten mal neu gespawnt haben. Deswegen steht da hinten auch noch Stadtbrunnen, weil ist halt der gleiche Server. Und ich habe nur die, naja, die unwichtigsten Sachen gelöscht, wie vom Serverraum das zum Beispiel. Und ja, Marble können wir ja nachher gebrauchen und Stadtbrunnen auch, weil da ist nämlich auch noch ein bisschen Marble. So, jetzt müssen wir mal ein paar Saplings setzen und ja. Ich wollte dazu nur mal sagen, wir haben jetzt auch ein TS und zwar ts.hmc.de. Könnt ihr mal vielleicht drauf joinen. Und ja. Gut, ich kann jetzt mal eben da hochgehen. Also ich habe hier wirklich noch nichts erkundet, großartig. Das Einzige, was ich halt geguckt habe, ist, wo wir die Solar Arrays hinstellen können. Da haben wir hier ein Kabel runtergelegt. Das wird nachher aber auch noch ein bisschen verändert. Wahrscheinlich mit Teaser Acts, also Tesseract.
Und hier oben sind ein paar Solar Panels. Also mal hier rüberspringen. Hier. Und naja, beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen übertrieben und ja, werde ich diesmal nicht machen. Dieses Mal müssen wir halt alles selbst machen. Wir haben nur ME-System, keine eigene Stromanbindung. Das können wir aber ändern, indem wir hier ein paar Solar Panels hintun. Müssen wir ja eh nach hier unten, weil die Sonne geht da hinten auf und hier erst unter und wäre ja sonst vom Strom ineffizient. Und hier in die Kiste habe ich noch gar nicht reingeguckt. So, mal erstmal das Schaf töten. Lol, da unten ist ja noch so ein Ding. Holen wir uns mal erstmal die Sachen daraus. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen für den Start. Und ja, falls ihr mitmachen wollt, es wird wahrscheinlich ein Link in der Videobeschreibung sein. Eine Portal Gun, yay! Ich wusste gar nicht, dass die hier drin sind. Da ist irgendjemand gerade von TS gegangen. Achso. Gut. Oh, hier wäre ich ja fast runtergesprungen. Auf jeden Fall halt in dem... Wir machen das halt jetzt hier einmal komplett neu. Und Nico wollte unbedingt am Berg bauen. Deswegen habe ich hier halt den Server und so drin. Und wir bauen halt hier so. Ist auch leicht bergisch. Ja, leicht. Ich will aber, dass man das halt so macht. Wir dürfen den Eingang halt nicht verlegen, dass hier halt der Eingang oben ist. Und hier zum Beispiel hier unten kommt dann halt Keller hin, damit wir nicht alles füllen müssen. Aber trotzdem haben wir Erde, falls wir füllen wollen. Und ja. Jetzt würde ich sagen, als allererstes wollte ich uns eigentlich noch ME-Kabel im Stack jeweils reintun. Das habe ich ja völlig vergessen. Ja, wie man sieht, Nico hat halt auch seine Sachen so drin, die er braucht. Und ja, jetzt tun wir erstmal kurz... Ach, wir haben ja Eisensachen schon zusammen. Als allererstes tun wir jetzt hier ein bisschen Holz machen. So. Was braucht man denn? Du brauchst eine Spitzhacke auf jeden Fall und... Ja, eine Schaufel ist eigentlich nicht so wichtig. Aber wir können noch eine Schaufel machen. Also, ja, dann machen wir die natürlich auch. Gut. Ja, was kommt hier erstmal rein? Wir können ja erstmal hier Holz und so noch mit reintun. Und alles. Also ich habe ernsthaft vorher nicht in die Kisten reingeguckt, weil was bringt mir das denn, wenn ich jetzt schon weiß, was drin ist? Dann habe ich ja keine Vorfreude mehr. So. Und als allererstes will ich jetzt sagen, mache ich mal eben hier ein Portal. Und wir gehen ein bisschen Zeug suchen. Und diesmal wird auch nicht so viel nach Hause geportet. Ich werde es mal wahrscheinlich noch ein bisschen machen, aber nicht mehr so extra. Da habe ich ja eigentlich wirklich nur geportet. Und ja, da laufe ich lieber ein paar hundert Meter. Alter, sind hier viele Viecher. Sind zwar jetzt noch keine 300 Meter, aber für den Anfang. Also Regeln werde ich auch, wenn Nico da ist, noch sagen. Und ja, als erstes, wo rennen wir denn zuerst? Sollen wir zum Marble zuerst rennen? Da ist halt die Höhle mit bei. Mal kurz hier. Rubberwood können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, auf jeden Fall Regeln werden halt mit Nico nachher besprochen, weil ich will ja nicht zweimal vorlesen. Ich weiß zwar nicht, wofür das war, aber ich weiß, dass ich das beim letzten Mal hatte. Dieses Erz hier. Naja. Und wir wollten eigentlich ja auch, wie angekündigt war, in die 1.7 wechseln, nur dann... Es hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Deswegen habe ich hier halt nochmal das Modpack ein bisschen erweitert. Um Bibliocraft und sowas. Power, irgendwas mit Power-Converts, genau, so hieß es. Und so Sachen, auf jeden Fall recht viel. Und ich war ja vorhin hier schon mal am Spawn, weil ich halt von hier lang musste. Und wie man sieht, hier ist jetzt auch Basalt,
was wir vielleicht ein bisschen mitnehmen können. Oder ne, das mache ich nachher. Gut. Oh, hier sind wohl ein paar Schafe verreckt. Genau. Hier das Portal klappt leider, glaube ich, nicht so ganz. Mal testen. Genau. Das schmeiße ich jetzt natürlich das Zeug wieder weg. Weil wir haben jetzt auch Musecraft drauf. Aber wenn es nicht so ganz hinhaut, wie es soll, dann ist es halt so. Ja, hier irgendwo haben wir gebaut. Hier ist ja angeblich irgendwo der Stadtbrunnen gewesen. Hier. Was war, glaube ich, nicht so ganz stimmt, oder? Ja, doch, genau. Hier habe ich ja gebaut. Dann müsste hier die Höhle sein. Doch, doch, stimmt alles. Ich komme sofort wieder. Ich muss mal kurz. Wo haben wir es denn? Da. So ein bisschen leiser gemacht alles. Und ja, mit Marble, denn ich wollte komplett aus Marble bauen und jetzt für den Anfang, wo wir noch keine Fackeln haben, erdreiste ich es mich natürlich Tag zu machen. Ist ja auch verständlich, sonst seht ihr ja auch nichts. Und ja. Ich hoffe mal, ich überziehe gleich nicht die Folge. Also ich mache die Folge jetzt bis 16 Uhr. Und ja, ich werde jetzt auch direkt nachher anfangen, wahrscheinlich noch zu zaubern oder so, vielleicht auch erst Dienstag. Ich guck noch mal. Also wenn ich Dienstag meine, ist das wahrscheinlich die nächste Folge. Denn ich werde das hier gleich noch ein bisschen streamen. Und ja. Das sollte gleich am Anfang an Marble wo reichen. Dann ist hier noch ein bisschen Coal. Wasser. Ja, genau. Dann ja. Ich sammle jetzt auch hier nicht alles ein. Das werden ja halt hier nochmal hinkommen. Nur ich weiß noch aus der letzten Folge, dass hier irgendwo Shards waren. Und wie man vorhin gesehen hat, ich mache wieder Magie. Da ich einfach immens in Thumbcraft verliebt bin. Das wäre auch im 1.7er Modpack gewesen. Und ja. Und weil es wird das Modpack vom letzten Megacraft wird jetzt Download auf jeden Fall geben. Da war ein Schatz. Ja, das werde ich das nächste Tage dann hochladen. Dann bekommt ihr das auch. Lava-Schatz und Saphira. Yay. Ich kann mir halt noch nicht hier so viel grad leisten, von wegen Fliegen und sowas. Und ja, gucken, ob die Lava jetzt noch runtergeht. Ja, jetzt geht's runter. Ich bin hier endlich weg. Jetzt geh weg, Lava. Naja, noch 2 Minuten für die Folge jetzt. Ich weiß halt nicht, wie lang die ist, deswegen mache ich die einfach jetzt 16 Uhr nur. Die werden jetzt wahrscheinlich alle immer so um die 15 Minuten, die Folgen. Ja, hier ist noch wenig zu viel. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich auch mal eben noch schnell nach Hause. Sonst ich mache die Folge wahrscheinlich bis 16.02 Uhr, weil ich dann um 16 Uhr nach Hause gehe. So, habe ich noch 2 Minuten. Also mich interessiert halt, so tief war ich hier halt noch nie drin in dem Höhlen. Mich interessiert hier einfach, was hier alles drin ist. Aber, naja, das können wir auch in einer Mistfolge erkunden. Und sind wir jetzt zu Hause? Ja, wir sind zu Hause. Und hier ist schon wieder der Bug. Mit dem Boden. Ich hasse ihn. So. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.